Ja, was haben die Begriffe des Ich, also des Egos sozusagen, der ersten Person Singular und des Nichts, der Leere, wenn man so will, des Nicht-Vorhandenseins miteinander zu tun? Wie ist ihr Bezug zur Wahrheit, überhaupt zur Fülle dieser Welt des Exils, in dem wir leben? Das vielleicht als Ausgangspunkt. Und so Gott will und die Überleitung irgendwie gelingt, die Abschweifungen nicht allzu weit und umständlich werden, dann auch noch der Bezug zur Rückkehr. Also nach der Entfaltung der Schöpfung, nach dem Gang eben in dieses Exil hinein, hinab, immer tiefer, der Rückweg, das Zurückfinden auch. Anhand zum Beispiel der Symbole der Taube. Aber schauen wir mal, wie weit dieser Monolog uns führt. Das Wort Ich ist eine etwas kompliziertere Angelegenheit, wenn wir von der Bibel ausgehen, denn so häufig wie wir heutzutage dieses Wort Ich in jedem zweiten Satz verwenden, ist es in der Bibel scheinbar nicht der Fall, zumindest nicht, wenn Menschen von sich selbst reden. Tatsächlich, Gott nimmt dieses Wort relativ häufig in den metaphorischen Mund, wenn man so will. Ani, Adonai, beziehungsweise an der Stelle steht dann immer der Gottesname mit den vier Buchstaben, oft noch in der Kombination mit Elohechem, das ist meistens Elohechem, euer Gott. Also Ani Adonai Elohechem, ich bin der ewige euer Gott, der dieses und jenes tut und so weiter. Das öfter als Formulierung anzutreffen. Allerdings gibt es auch noch ein anderes Wort, das insbesondere Gott von sich benutzt, wenn er das Wort ich ausdrückt. Das findet sich zum Beispiel als allererstes Wort der 10 Worte, der 10 Gebote, wie es dann auch genannt wird. Es anfängt mit: Ich bin der Herr, dein Gott, der euch herausgeführt hat aus Mizraim, aus dem Hause der Knechtschaft und so weiter. Es wird meist als die sogenannte Präambel der 10 Gebote bezeichnet, auch wenn nach jüdischer Überlieferung eigentlich genau diese Selbstcharakterisierung des Ewigen als dieser Ewige, als derjenige, der dich, mich, aus der Knechtschaft, aus dem Hause der Knechtschaft, aus Mizraim, über dieses Wort wurde schon manches gesagt zuletzt, der uns aus diesem Zustand der Knechtschaft also herausführt. Und zwar schon vollendet, abgeschlossen, der euch herausgeführt hat, hotzeti, also in der perfektiven Form, wenn man es grammatisch ausdrücken möchte. Die dort benutzte Variante des Wortes Ich, also nicht Ani, sondern hier wird es Anochi ausgesprochen und geschrieben, noch mit einem Chaf, Chaf zwischen dem letzten und dem vorletzten Zeichen. Dieses Ani und Anochi, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Darauf kommen wir vielleicht als erstes ausführlicher zu sprechen, nur kurz vorher noch. Warum wird dieses Wort oder diese beiden Worte, dieses konkrete Ich als tatsächliches, ja, Fürwort, Pronomen, Personalpronomen so selten von Menschen benutzt in der Bibel? Stattdessen wird in der Regel sowas Umschreibendes benutzt wie: Ja, dein Knecht steht hier vor dir und bittet von dir. Also eine Art dritte Person Singular mit oft dann diesen Ehrfurchtsbekundungen. Nicht nur in Bezug, wenn ein Mensch mit Gott spricht, wohlgemerkt, sondern auch mit einem anderen Menschen. Oft natürlich dann ein Höhergestellter, dem sozialen System nach sozusagen, wenn wir es denn so auffassen wollen. Aber durchaus auch einfach als Ehrerbietung an das Gegenüber überhaupt. Dann also diese dritte Person von sich selbst als dein Knecht oder ja, dein Knecht zu sprechen, einerseits, andererseits auch nicht selten anzutreffen, Nafshi,
meine Seele tut dieses und jenes, insbesondere wenn es dann eher um diese etwas intimeren, wie man sich fühlt, geht. Also in den Psalmen kommt es des Öfteren vor, dass eben der Psalmist, wie es ja gerne genannt wird, von sich selbst spricht, aber eben nicht sagt, ich bin so niedergeschlagen, ich sehne mich nach diesem und jenem, sondern Nafshi, meine Seele, meine Nefesh, also diese dem Leib zugewandte Seite des Seelischen des Menschen, das ist es, was dann als das Ich redet in diesen Psalmen insbesondere. Das Ich also ist etwas, was ursprünglich nur Gott benutzt, Gott für sich selbst verwendet und erst im Laufe der Entfaltung dieser Schöpfung sozusagen eignet sich auch der Mensch und der einzelne Mensch im Konkreten dann dieses Ich an auszusprechen, dieses Wort Ich. Ein Hinweis, den Rudolf Steiner an mehreren Stellen zum Beispiel gibt zu diesem Wort Ich in der deutschen Sprache, dass es ja doch etwas Bemerkenswertes ist, also etwas des Merkens und Wertes oder etwas Merkwürdiges, des sich Merkenswürdiges, dass das Wort Ich mit den Anfangsbuchstaben, also sozusagen mit den Initialen des Wortes Jesus Christus geschrieben wird. Also die meisten werden wissen, dass das I im Lateinischen und das J im Lateinischen ursprünglich derselbe Buchstabe war, auch in der deutschen Orthographie lange Zeit noch gleich geschrieben wurde oder zumindest sehr ähnlich, dass man die Verwandtschaft noch eindeutig bemerkt. Und so ist also Jesus Christus mit I und diesem CH, diesem Ch-Ch-Laut anfangend zusammengezogen, tatsächlich ich. Und wenn man dann also Jesus Christus auch als eine Art Verkörperung dieses wahren Selbstes, je nachdem auf welcher Ebene man es betrachten will, der Menschheit, der ganzen Schöpfung womöglich, der Erde oder nicht einmal die ganze Menschheit, sondern jedes Einzelnen ganz konkret, das wahre Selbst jedes Einzelnen, wenn man also Jesus Christus als eine Art Fleischwerdung in perfekter Form dieses wahren Selbstes versteht, fügt sich hier auch eins zum anderen. Jedenfalls, dieses Ich musste also erst im Laufe der Zeit von der Menschheit errungen, erworben in gewissem Sinne werden oder der Menschheit näher gebracht werden vom Himmel mehr und mehr, indem sozusagen erstmal nur das Göttliche in dieser personifizierten Erscheinungsform sich als diese selbstbewusste Individualität kundtut, offenbart und dem Menschen dadurch quasi als leuchtendes Beispiel vorangeht. Der Mensch als die Abschattung der Gottheit, Bezalem Elohim, in der Abschattung der Mannigfaltigkeit Gottes geschaffen, ist dann also mit der Zeit dazu gekommen, dieses Konzept auch zu erwerben und zu verkörpern. Gegenüber dem Rest der Schöpfung beispielsweise, der Tierheit und überhaupt der Umwelt des Menschen, der Menschheit. Dieses Ich also, ursprünglich nur sehr vorsichtig von Menschen benutzt als tatsächliches Wort auf sich selbst bezogen. Aber nichtsdestotrotz gab es natürlich auch vor der Benutzung dieses Wortes, dieses ausdrücklichen Ich-Wortes, schon das Konzept an sich, indem es in der Sprache als diese erste Person Singular in den Tätigkeitswörtern auch vorher schon aufgetaucht ist. Zurück zu Ani und Anochi und dem Unterschied dieser beiden Worte für Ich oder Wörter für das Konzept des Ich. Da führe ich mal wieder den von mir hochgeschätzten Axel Nitschke, sein Andenken zum Segen, Alfred Liebezahl, sein selbstgewähltes Pseudonym, an, der simpel auf den Punkt gebracht sagt, das Ani, das ist das täuschbare Ich, das fehlbare Ich, in dem Sinne eher das, was man vielleicht das Ego nennen könnte. Dagegen das Anochi, das ist das unfehlbare Nicht. Hintergehbare Ich, in dem Sinne könnte man vielleicht sagen, das ist das wahre Selbst des Menschen. Und
Die Erklärung dafür findet sich dann in, sagen wir mal, Mehrdeutigkeiten der Wörter, die dafür jeweils stehen im Hebräischen, beziehungsweise die Wurzeln dieser Wörter. Ani, Aleph, Nun, Jod geschrieben. Und Anochi, Aleph, Nun, Chaf, Jod geschrieben. Kann man jeweils als eine erste Person Singular, quasi possessiv, also besitzanzeigende Form, mit dem Jod am Ende verstehen, deuten. Sodass also jeweils das Jod man erstmal ausklammern kann, nicht zum Stammgehörig ansehen und es jeweils mein dieses und jenes bedeutet. Also Ani, mein An in diesem Sinne und Anochi, mein Anoch, Anok. Und dann haben wir also das Wurzeln, jeweils das Aleph Nun und auf der anderen Seite das Aleph Nun Chaf. Wirklich die Wurzeln in einem etwas breiteren, wolkenhaft aufgebauten Sinne auf einen Blick präsentiert bekommen möchte, der sei lieber auf die wunderbare Fleißarbeit dieses schon erwähnten Axel Nitschke verwiesen, der ein Stammlexikon einmal angefangen hat, zumindest und sehr weit gekommen ist, was auf seiner Website auch zu finden ist. Also einfach seinen Namen googeln, sollte man sie finden. Titel des Textes dann ungefähr Lexikon des Hebräischen oder des biblischen Hebräisch nach Stämmen geordnet oder so ähnlich. Also man wird es finden. Dort würde man dann auch noch näher finden. Vielleicht kommen wir nochmal auf die näheren Aspekte und Dimensionen dieser Wortwurzel Aleph Nun zu sprechen. Okay, ich habe jetzt doch nochmal nachgeschaut in dem schönen Stammlexikon von Axel Nitschke, Alfred Liebezahl, um mir auch nichts Falsches zu sagen. Was die Wurzel Aleph Nun angeht, gehe ich davon aus, dass er seine Definition als das täuschbare Ich von, also Definition von Ani als das täuschbare Ich, dann von einem Wort ableitet, was so viel wie Owen ausgesprochen wird, Aleph Wav Nun geschrieben. Und gerade weil es ja Awen dann auch punktiert zu sein scheint, ist wohl dieses Waff dort auch relativ zwangsläufig, sodass man eigentlich nicht ganz so einfach sagen kann, dass dieses Ani dann wirklich dieses Mein Owen ist. Das Anochi demgegenüber leitet Axel Nitschke dann von Anach, einem Wort, Aleph Nun Chaf geschrieben, Aleph Nun Kaf. Das insbesondere in einer Vision bei den kleinen Propheten, wenn ich mich recht erinnere, auftaucht, wo der Ewige als ein Mann erscheint, der mit einem Senkblei eine Mauer, glaube ich, abmisst. Das ist möglicherweise bei Amos. Jedenfalls das Wort für dieses Senkblei ist Anak. Und so könnte man Anarchie ganz korrekt als diese Ich-Form, mein, die Mein-Form von diesem Wort für Senkblei, Anak, herleiten, sodass Anochi mein Senkblei bedeutet. Und so dann der Gedankengang von Axel Nitschke, was macht das Senkblei? Es geht immer unhintergehbar gen, o, gen unten, gen, wie die Schwerkraft sozusagen, die Fallkraft es nach unten fallen lässt, senkrecht, es zeigt wirklich die gerade Linie in die Tiefe sozusagen an. Es lässt sich nicht täuschen. Und in diesem Sinne ist also Anochi, mein Senkblei, der Name des Ichs in diesem wirklich tiefgehenden, alle Tiefen erforschenden Sinne, während Ani gerade das ist, was eben täuschbar ist. Das Ego, wenn man so will. Nun, die Werte sind auch interessant. 61 und 81, also Ani, das täuschbare Ich, so wollen wir es mal hier nennen für diese Zwecke. Dieses Ani ist die 61. Die 61, nicht nur die 61 als Wert, sondern auch sogar dieselben Zeichen Aleph, Nun und Jod, nur in einer anderen Reihenfolge, nämlich Aleph, Jod, Nun sind ein anderes Wort, eingangs erwähnt schon. Es ist das Nichts. In Lanu Melech ist so eine bekannte Formulierung aus vielen Gebeten zum Beispiel oder auch Liedern heutzutage. In Lanu Melech, wir haben keinen König, uns ist kein König
Elator, außer dir, auf Gott bezogen. Dieses Ein und Ein oder Ein, Aleph Yod Nun, ist also das Nichts in tieferen mystischen Konzepten dann auch wirklich sozusagen die absolute Quelle von allem, mit Ein angenähert mit diesem Wort, dessen, sagen wir mal, ersten Emanationen, mit einem eher philosophischen Begriff bezeichnet, dann das Ein Sof, das ohne Grenze, ohne Ende Seiende, das Unendliche also sozusagen ist, und dessen dritte Form oder Erscheinung dann das Ein Sof Or, das ohne Ende Licht, also das unendliche Licht ist, was dann sozusagen, naja, in diese Richtung müssen wir jetzt nicht abdriften, das würde wieder mal viel zu weit und in eine ganz andere Thematik führen. Jedenfalls das Ich und das Nichts. Diese beiden Wörter mit denselben Zeichen geschrieben, folglich denselben Zahlenwert, 61, drücken eben aus diese Nichtigkeit dessen, was wir als Ego empfinden. Es ist natürlich, wie eben auch dieses Ein durchaus als die Quelle von allem betrachtet wird, nicht nichtig in einem absoluten Sinn, sondern es ist eine Art leeres Konzept, was aber durchaus als solches dann wiederum eine Funktion erfüllt. Es ist ja, auch wenn man es ganz abstrakt philosophisch betrachtet, in unserem Erleben ist das reine Subjekt ja so etwas wie der Bezugspunkt unserer Wahrnehmung, unseres Selbstwahrnehmens, unserer Selbstwahrnehmung und unseres Gefühls und unserer Gedanken. Aber als solcher ist es eben nur ein Punkt, ein Bezugspunkt und nichts an sich mit Fülle ausgestattetes. Alle Fülle ist dann schon das, was wir beobachten können. Also in dem Sinne schon nicht mehr das Subjekt selbst, sondern wenn auch sehr nah scheinbar erlebterweise dem Subjekt, als sowas wie das Seelenleben, die Gedankenwelt oder eben auch die Wahrnehmung und dann irgendwann auch der physische Körper. Aber all das ist ja schon Objekt im Sinne von dem Subjekt, das diese Wahrnehmung macht und hat, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. So dass also eigentlich das Subjekt selbst das ist, was man am Ende irgendwo nicht mehr wegreduzieren kann. Man kann alles, was Objekt ist, noch irgendwie sich theoretisch als nicht vorhanden vorstellen, aber dann ist immer noch das, was am Vorstellen ist, eben dieses Subjekt da. An sich eben nur dieser Bezugspunkt, ein Punkt mathematisch ja auch als nulldimensional bezeichnen, weil eben ein Punkt keine Maße in dem Sinne hat, keine Masse, also kein Körper, nicht einmal eine Linie, sondern ein Punkt ist wirklich einfach nur, es kann nur eine Position für den Punkt angegeben werden, also im Kontext zu dem Umgebenden, aber der Punkt selbst ist etwas Nichtiges. Und in diesem Sinne, dieser Bezugspunkt ist eben auch das Ani, das Ich im Sinne unseres Ego, wie wir eben es benutzen als Instrument unserer Wahrnehmung eben, damit wir überhaupt uns als Individuen sozusagen identifizieren können, uns als ein Individuum empfinden, erleben können, brauchen wir diesen Bezugspunkt, der uns immer einen festen Anker gibt gegenüber den ständig flutenden über uns her, ja, flutenden Eindrücken, Sinnesreizen, aber genauso innerlich Gedanken, Empfindungen, bis hin zu den Emotionen, die also von innen aufsteigen und hinausgehen, was ja das Wort sich hinausbewegen, Emotion, hört man noch vom Englischen, die Bewegung steckt darin und das Ex, griechisch, das hinaus. Also all diese ja, Erlebnisse, das sagen wir einfach mal ganz allgemein, sind ja etwas ständig sich ändern, ständig in einem Fluss, eben im Fluss der Zeit, dieser Wasserwelt sich befindendes. Und das an sich gibt uns überhaupt keine klare, gleichbleibende Identität. Das dafür sorgt erst dieses Ich als der Anker, der feste Bezugspunkt, auf den bezogen wir eben bestimmte Muster heraus isolieren können von diesem stetigen Fluss, insbesondere unsere eigenen Sinnesreize, dann auch bezogen auf unseren physischen Körper, den wir als solchen dann irgendwie als eine Einheit empfinden können und eben auch auf unser ganzes Seelenleben, was wir ebenso dann als eine Art Einheit erleben können. Aber wir wissen, wenn wir ehrlich sind oder sagen wir, wenn wir genauer hinschauen im übertragenen Sinne, dass sowohl unser Körper eigentlich aus sich ständig ändernden und
austauschenden Teilchen und Bestandteilen und Substanzen besteht, die ständig im Austausch mit der gesamten Umwelt ist, sind, so dass eigentlich unser Körper selbst auch nichts ist, was eine feste Einheit bleibt, nur dass wir eine Art relative Einheit bewahren, indem dieser Körper einen gewissen Widerstand leistet gegenüber eben der Umwelt, die ihn mehr oder weniger zerstören will oder halt einfach tut, der Natur nach, wird eine gewisse abstrakte Gesamtform dieses Körpers durchaus aufrechterhalten. Und genau dasselbe geschieht eben auch mit unserem seelischen Leben, unserer, sagen wir mal, der Gesamtheit unserer seelischen Empfindungen. Das überhaupt zu organisieren und damit umzugehen ist, sozusagen verkraften zu können, wenn wir uns selbst unterstellen, so ein unzerstörbares Subjekt, einen Bezugspunkt in uns zu haben, der immer gleich ist. Und da dieser Bezugspunkt gibt uns überhaupt erst die Möglichkeit, die Kraft sozusagen, Ani sagen zu können. Ich zu diesem Ganzen eigentlich sich ständig im Wandel betreffende, nur relativ eine ungefähr gleiche, ähnliche Form im Strome der Zeit bewahrenden. Und durch dieses Ani haben wir zumindest diese hilfreiche Illusion einer festen, beständigen Selbstheit in uns als Kern unseres Wesens. Auf dieser äußerlichen Ebene ist es eben besagte Illusion ein nichtiges, nur ein leerer Punkt, den wir als quasi abstraktes Hilfsmittel nehmen, wie eben auch ein Punkt in einem, sagen wir mal, mathematischen, in einem Graphen oder dergleichen, in einem Koordinatensystem. Ein Punkt kann ja durchaus eine Funktion haben, weil auf ihn wieder Bezug genommen werden kann. Aber der Punkt selbst bleibt etwas völlig Masseloses, etwas Nichtiges, Nulldimensionales. So also auch dieses Ich, dieses Ego, wie wir uns selbst erst einmal natürlicherweise erleben können, als dieses abgespaltene Subjekt gegenüber dem Objekt, was dann einerseits die Welt um uns herum, aber genau genommen eigentlich alles, was wir dann als wirklich unser Ich empfinden, unseren Körper, unsere seelischen Mitbringsel und unser Gepäck, was sich ansammelt im Laufe des Lebens. Deswegen also dieser Bezug von Ein, Nichts und Ani, dem Ich. In diesem täuschbaren Ich-Sinne. Täuschung, Betrug, die Bedeutung von Awen, Owen. Genau gleich geschrieben ist allerdings auch die Potenz, Zeugungskraft oder einfach nur Kraft, On. Zum Beispiel der Priester von On in Ägypten, dessen Tochter Asnat Josef dann zur Frau wird, dadurch Stammmutter auch der Stämme Menasche und Ephraim. Dieser Priester von On, also da ist jetzt auch sein, je nachdem wie man es deutet, ob es sein Ort ist, also sein Heimatort oder eben seine Gottheit, den Aspekt des Göttlichen, dem er sich also zugeordnet fühlt und weiß. Auch das leitet man also von dieser Wurzel Aleph Nun ab, in dieser Bedeutung der Zeugungskraft und Potenz. Also in diesem Sinne ist das Ani durchaus auch nicht nur das Täuschende, das Getäuschte oder täuschbare Ich, sondern eben auch das Potente, mein Potentes, meine Kraft, meine Zeugungskraft in so einem ja, abstrakt geistigen Sinne. Passt ja auch zu dieser Definition dieses Ani als gerade dieser leere Bezugspunkt, der aber überhaupt erst erzeugt. Die Möglichkeit eines individuellen Selbsterlebens und zum Beispiel Seelenerlebens und überhaupt eben eines individuellen Schicksals, das als erlebt von einem beständigen Ego erlebt wird, betrachtet, verstanden wird. Insofern, und dann ist vielleicht noch interessant, und das ist meiner Meinung nach eine auch sehr treffende Herleitung für dieses Ani, nämlich dass an auch wo oder wohin bedeuten kann und dann einfach nur Aleph Nun wirklich geschrieben, so dass eben das Ani, wenn auch natürlich dann etwas abstrakt ausgedrückt, das mein wo oder mein wohin ist. Also so wie dieses
Ani, dieser leere Bezugspunkt, das reine Subjekt sozusagen, eben der Ort ist, der imaginäre Ort, auf den wir alles rückbeziehen müssen, um es überhaupt uns als Individuum zuordnen zu können, so ist es eben das Mein Wo und Mein Wohin. In dem Sinne bleibt es Frage, ist selbst niemals Antwort. Und weil natürlich dieses ganze herausgerissen sich empfinden aus der Gesamtschöpfung als Individuum gegenüber dieser uns umgebenden angeblichen Umwelt. In diesem Sinne ist es natürlich auch immer noch das Täuschende und meine Täuschung, dass dieses Ich überhaupt existiert. Insofern will ich an der Definition von Axel Nitschke keineswegs mehr weiter rumrütteln. Nur kurz darauf hinweisen für die Skeptiker, dass mir durchaus dann klar ist beim Nachschlagen, dass es eine etwas gewagte Definition ist. Aber ich denke, mit allen Gedanken drumherum, die jetzt hier auch geäußert wurden, ist diese Unterscheidung von Anie und Anarchie unter diesem Gesichtspunkt, wie hier jetzt angeführt wird, durchaus zu vertreten. Wer es nicht so sehen will, der wird wahrscheinlich eher mit den ganzen Ausführungen der Überlieferung und den Eindrücken, die hier mit vor dem Hintergrund dieser Überlieferung und überhaupt der hebräischen Sprache gegeben werden, wird damit nicht viel anfangen können. Insofern, es wird schon alles dorthin finden, wo es hingehört. Und dort, wo es nicht hingehört, wird es halt keinen Eingang finden. Das ist völlig in Ordnung. Daneben jetzt das Anochi, das, was dann die 81 ist und wie eben diese 61 sich beim täuschbaren Ich mit dem Nichts, den Zahlenwert, teilt, ist die 81 etwas, was einen Bezug zur Wahrheit hat. Wie schon das Senkblei symbolisch eben diese Untäuschbarkeit symbolisiert, repräsentiert, ist dieses Mein Senkblei Anochi mit dem Zahlenwert 81 eben die 9 mal 9, also die Erfüllung der 9. Und die 9 hat sehr viele Aspekte natürlich. Und es ist nicht ganz leicht, einfach zu sagen, ja, die 9 steht halt für die Wahrheit, weil das eben auch nur ein, sagen wir mal, äußerliches Etikett ist. Es wurde ja schon mal in Bezug mit dem Buchstaben Tet und dem ganzen Zusammenhang des Aleph-Bet, also der 22 Zeichen und deren Zahlenwerten, ein bisschen mehr zu dieser Neuenheit gesagt. Die Sheol, die Unterwelt, aber auch die Gebärmutter, aus der alles Gestorbene wieder auferstehen wird, wenn dann die Zehnheit eben aus dieser Neuenheit geboren wird, als das Kind, was heranwächst in dieser Gebärmutter des Totenreiches, als alle Gestorbenen, auch Erlebnisse und Momente, die dann zur Auferstehung eben sich vorbereiten lassen gewissermaßen. Und das alles hat eben einen Bezug zur Wahrheit, was sich dann auch in der, ja, sagen wir mal, in der Quersumme des Wortes für Wahrheit, Emeth, Aleph Mem, Taf, zeigt, was eben 1,40 für 100, aber eben 1,44 in den Grundwerten, also die 9 als Quersumme, und zwar zusammengesetzt aus einer doppelten Vierheit, als die Achtheit, als eine der möglichen inneren Strukturen der Achtheit, zu der ja auch schon einiges gesagt würde, was hier natürlich alles irgendwo vorausgesetzt werden muss, um überhaupt über solche, ja, sagen wir mal, Details der Zahlenwelt sprechen zu können. Aber dem allen vorangestellt eben diese Einheit. Was aber vielleicht noch nicht gesagt wurde und hier erwähnenswert sei, ist, dass eben das Wort Emet mit dieser Eins da vorne gerade erst die Emet ist. Das lässt man diese Einheit weg und hat zwar immer noch eine Achtheit dann, beziehungsweise eigentlich eine 40 und 400, hat man Met. Und Met ist das Totsein, das Tote. So ist eben, dass die Wahrheit ohne diese Einheit, die ihr vorangestellt ist, essentiell tot. Es ist der Tod sozusagen, es ist das Totsein. Und in diesem Sinne sollte das nochmal erwähnt sein, dass eben dieser Bezug der Wahrheit auch zum Totenreich, zur Sheol, aber dennoch eben diese Gebärmutter, wenn dann die J in dem Inneren der Gebärmutter, auch in dem Zeichen der Tet, schon zu sehen, sozusagen ganz plastisch, wenn sie dann eben auch als solche
auftreten darf als das geborene Kind, das eben auch diese J ist, das himmlische Zeichen Aleph und den Namen Jehovah. Hier kamen wir schon auf diese 10 als das Kind zu sprechen, was dann allerdings eben geteilt ist in die zwei Hes, die ja eigentlich als die 5 halt das Kindprinzip ausdrücken. Jedenfalls diese J, diese 10 ist ja auch wieder die Einheit, die eben aus der Sheol erst den Übergang in eben diese neue Ebene, in das gelebte, erlebte Jetzt der Gegenwart bringen. Das ist eben die Gegenwart, der ewige Moment, der immerwährende Moment, der immer auch alle vorangegangenen Elemente wieder auferstehen lässt und in der Form des Jetzt beinhaltet, auch wenn wir das aus unserer Perspektive, so beschränkt sie halt ist, nicht sehen können in der Regel. Die Emmet, die Wahrheit, also aus der 144 in den Grundstruktur, in der Grundstruktur zusammengesetzt, zur doppelten Vierheit, können wir vielleicht in Bezug einmal zur Zahl 410 auch schaffen, nämlich des Namens David, David, der Dalet, Waf Dalet geschrieben wird, also 4, 6, 4, eben dieser Zahlenwert 14, schon auch darauf eingegangen. Und da haben wir wieder die Waffe in der Mitte, also als der Verbindungshaken, das, als das und Dalet, die 4 und die 4. Das ist also auch eine der Bedeutungen dieses Namens Dawid, der ja auch Dod, der Geliebte, bedeutet. Einfach genau gleich geschrieben, Dawid als der Geliebte Gottes, diese Verkörperung im biblischen Bild. Und die 4 und die 4 zur Vierheit haben wir schon vieles gesagt, unter anderem auch, dass sie eben als Zeichen der Weiblichkeit, des weiblichen Prinzips, auch die Dalet, das Zeichen der Dalet ist. Und diese Dalet ist das Tor, auch darauf wurde schon eingegangen. Und gerade dieses Tor zu beiden Seiten, also als der Übergang sozusagen, ist die 14 von David. Die Dalet, das Tor auf der einen Seite, was verbunden wird durch eben diesen geliebten Gottes mit dem Tor auf der anderen Seite. Und da wird dann auch gesagt, das hat etwas mit der Sechsheit des sechsten Tages zu tun, die eben das in der Mitte stehende ist, was diese Verbindung herstellt. Also die Waff von David verbindet das Tor vom fünften in den sechsten Tag und das Tor vom sechsten in den siebten Tag. Und nun schauen wir uns an, was an diesen beiden Tagen geschieht. Am fünften Tag, da werden die Tiere, die im Wasser sind, geschaffen und die Tiere, die im Himmel, also in Richtung des Wassers am Himmel. Jeweils wird das Wort Wasser erwähnt. Bei den Fischen ist es noch einleuchtend, bei den Vögeln am Himmel könnte man auf den ersten Blick fragen, ja, wie, was Wasser am Himmel? Aber auch dazu haben wir schon was gesagt. Es gibt eben die oberen und die unteren Wasser. Und die Fische, die eben für die Leibseele, für die Nefesh stehen, sind eben in diesem unteren Wasser hier, in dem Wasser der Zeitwelt, wie wir es kennen, zu Hause beheimatet. Und die Vögel, Symbol der Neshama, also dieser göttlichen Seite des menschlichen Seelischen, sind eben in Richtung der Wasser des Himmels gerichtet, beziehungsweise dort angesiedelt, dort haben sie eigentlich ihre Heimat. Man sagt ja auch, diese Neshama des Menschen ist immer im Himmel beim Ewigen. Und das, was diese Neshama mit der Nefesh hier wirklich im konkreten einzelnen Menschen Leib und Körper verbindet, ist eben der Ruach, der Geist, der hoch und runter steigt in all seinen mannigfaltigen Ausprägungen. Das sollte man jetzt auch nicht als irgendwie eine Art Gespenst verstehen, was nur an einer wirklich ganz plastischen Leiter hoch und runter klettert, sondern es ist eben, auch darauf wurde schon eingegangen, Malach. Malacha, diese Wörter für Engel, für Botschaft, Botschafter und für Werk, sind quasi in ihrer Gesamtheit das, was der Ruach, der Geist, der Wind, ja auch die Luft, eigentlich die gesamte Sphäre der Luft, was, also diese Luft im physischen Sinne ist dann quasi die Materialisation oder das materielle Symbol für dieses, was eben Himmel und Erde verbindet, wie eben auch die Luft hier in unserer äußeren Wahrnehmung quasi, wenn wir an Land, an trockenem Land sind, vom Erdboden an bis eben an die Himmelskuppel sozusagen, bis ans Firmament reicht. Jedenfalls David,
die Dalet und die Dalet, die beiden Tore von diesem fünften Tag in den sechsten und von dem sechsten in den siebten Tag. Also diese beiden Seiten der Seele, die am fünften Tag in ihrer tierischen Manifestation in der Schöpfung, sagen wir mal, als Vorschatten geschaffen werden. Und dann, wie werden die verbunden mit dem siebten Tag, wo also wir jetzt leben, wo das also ganz handfest in dem menschlichen Aufgespanntsein als eben diese Waff, die Shomayim Voorez verbindet, Himmel und Erde verbindet, oben die Neshama und unten die Nefesh und dazwischen eben besagt es alle Botschaften, alles Botschaftende, alles Werkelnde, Schaffende, was ja letztlich diese ganze Welt baut, am Bauen ist, der Sohn ja auch Ben Bonet. Das hat ja einen engen Bezug zu diesem Engel, zu diesem Mittlertum zwischen Himmel und Erde, diesem Ruach. Nicht umsonst wird dann auch Christus als der Sohn, ja deswegen der Gesalbte, der Christus genannt, weil er eben mit besagtem Ruach, mit dem Geist Gottes gesalbt ist, getauft ist, je nach sprachlichem Bild, jedenfalls diesen Geist eben verkörpert, in sich trägt, auf sich hat, je nachdem. Und so ist eben hier wieder die Verbindung ausgedrückt, die Himmel und Erde durch das Menschliche, durch den Menschen Sohn, also durch jeden einzelnen Menschen durchaus haben. Und das ist eben auch dieser sechste Tag und der Bezug von David zu diesem sechsten Tag. Und wollen wir das Wort Wahrheit nicht aus den Augen verlieren, denn dort ist ja genau diese doppelte Vierheit wieder am Auftauchen, und zwar speziell aufgespalten in die 40 und die 400. Wir haben auch den Bezug zu Adam schon einmal angeführt, der ja auch die Grundstruktur 1-4-4 hat, nur eben dann als 1-4-40 anstatt als 1-40-400, wie es dann bei der Emet, bei der Wahrheit ist. Das heißt also Adam, ebenfalls diese doppelte Vierheit. Der Bezug vom Menschen zur Wahrheit besteht also in genau diesem selben Grundprinzip, dass eben dieses David von Gott geliebte, die Verbindung der zwei Tore und das alles noch mit der Einheit, die dieser Verbindung vorangestellt ist, oder dieser Synthese der beiden Tore und damit dieses zwischen den beiden Toren das Zentrum bildenden sechsten Tages, dieses Waff-Prinzip ist, dass das eben mit der Einheit verknüpft, dann zur Neunheit wird. Also der Bezug hier von dem sechsten Tag zum neunten Tag drückt sich darin aus. Das mag jetzt etwas kompliziert wirken, aber man sollte diese Bilder bitte einfach möglichst plastisch erstmal auffassen, in dieser Form in der eigenen Seele sinken lassen, wie das Samenkorn, das dort eben den fruchtbaren Erdboden erst einmal da drin versinken muss, da sterben muss und dann darauf vertrauen, dass etwas daraus erwachsen kann. Denn dieser Bezug des sechsten Tages zunächst einmal zum achten, der eben durch die Wüstenzeit miteinander verbunden ist, siebte Tag, also der den Ursprung des Menschen und die Zukunft des Menschen als die Gegenwart verbindet, aber dann eben auch das Hinausgehen über diese bloß individuelle Erlösung des achten Tages. Dort wird ja sozusagen nur Israel erlöst und findet im gelobten Land seine Ruhestätte. Aber am Ende muss ja die ganze Erde erlöst werden. Und dafür wird eben Israel wieder dieses gelobte Land verlieren müssen, das geistig-seelische, was schon diese Erlösung erfahren hat, diese individuelle Erlösung, muss wieder vertrieben werden aus diesem Erleben der Erlösung, aus diesem gelobten Land, unter alle Völker sogar verstreut werden. Also es muss bis in das Körperliche der Goyim hinein verstreut werden, sich dort erst einmal wieder verlieren, aber dadurch eben dort diesen fruchtbaren Boden bereiten, auf das dann eben auch dasselbe noch einmal für die ganze Erde, für alles, inklusive das Körperliche, geschehen kann, was vorher schon nur für das Geistig-Seelische geschehen ist. Sodass also das Verwerfen, das Verworfenwerden, das Scheinbare und das Verstreutwerden von Israel, nachdem es das gelobte Land ja schon erreicht hatte, unter die Völker nun wieder, doch diesen
Samen erst sät, um Heil für die ganze Erde, die ganze Schöpfung bringen zu können. Paulus geht sehr ausführlich in seinen Briefen darauf ein, insbesondere im Römerbrief Kapitel 9 bis 11, so grob wird man da immer anführen. Aber die wenigsten, befürchte ich, mich eingeschlossen haben, diese Stellen die meiste Zeit über in diesem Kontext gelesen. Aber es wird selten dieser Durchbruch auf das Leben jedes Einzelnen überhaupt nur angezielt, dass also selber man diesen achten Tag, den man in dem Erlöstsein des geistig-seelischen Erlebens durchaus schon geschenkt bekommen hat, wieder verliert, als dass Israel eben in einem selbst dieses geistig-seelische wieder in die Verbannung gerät. Es scheinbar also verliert dieses gelobte Land des achten Tages und das ist eben dann der neunte Tag. Das ist das Erleben dieser Sheol, dieser toten Welt, dieses Totenreiches der Unterwelt, die aber dann sich eben auch als die Gebärmutter zeigen und offenbaren kann und wird, wenn nämlich dieses geistig-seelische nun verstreute bis in die tiefsten, auch materiellsten Winkel der eigenen Existenz sozusagen fließt und sich verzweigt und überall kleine Zellen bildet der fruchtbaren Materie, in die dann eben diese wirkliche himmlische Befruchtung noch einmal auf einem nun viel, viel größeren und tiefer gehenden Maßstab vonstatten gehen kann. Und das ist eben, wenn die Sheol, diese Unterwelt, das Totenreich, das man da plötzlich wieder wahrscheinlich in der Regel völlig unerwarteterweise durchmachen muss, nachdem man schon gedacht hat, man hätte doch jetzt das individuelle erlöst, denn alles ist gut für immer und ewig. Und dann das. Doch dann beginnt eben diese Unterwelt sich doch als diese Gebärmutter zu zeigen und das Kind, das dann wirklich die Zehen wieder sein wird, die Zehen, die Einheit auf der neuen Ebene, das wirkliche Hinaufbringen auf diese neue Ebene und eben die Erlösung für die ganze Schöpfung, inklusive die Goyim, die Völker, das Körperliche und nicht nur von Yisrael, nicht nur von Israel, dem geistig-seelischen, in diesem Fall dem eigenen geistig-seelischen. Das bereitet sich vor in dieser Zeit des neunten Tages, der eben hart ist und nur mit dieser Einheit, dieser Aleph, die man davor stellt, eben wirklich diese Neunheit in der Fülle sein kann. Ansonsten ist es eben nur Met, nicht mehr die Emet, sondern nur noch Met, das Tote. Und dann kann es sein, dass man sozusagen gefühlt unendlich in diesem Totenreich stecken bleibt. Und niemals durchbricht zur Zehnheit, was dann eben wirklich die umfassende Erlösung sein kann. Während das davor Erlebte, die Achtheit, der achte Tag, nur, in Anführungszeichen nur, die Größe dieses Erlebens soll keineswegs in irgendeiner Weise gering geschätzt werden, im Gegenteil. Sie erscheint ja auch umso größer, wenn man sie dann wieder verloren hat und so unfassbar, wie es überhaupt sein kann, sie eben zumindest scheinbar dann verloren zu haben. Und genau von dieser Achtheit zur Zehnheit ist natürlich die Neunheit der Übergang. Und zu dieser Neunheit und dessen Erfüllung haben wir das ein oder andere jetzt gesagt. Nämlich die Erfüllung der Neunheit, sowohl der Wahrheit also, als auch der Unterwelt, der Sheol, hin zu dieser Gebärmutter, die dann auch tatsächlich gebären wird. Das ist die Neun mal Neun. Nicht nur das, natürlich, hier sind immer nur alles, was hier geäußert wird, sind immer nur Bruchstücke, die zufällig gerade hier kommen. Aber ein Aspekt dieser 9 mal 9, dieser 81, ist eben dann Anochi, dieses wahre Selbst des Menschen, das Untäuschbare, mein Senkblei, was immer da ist natürlich und was eben ursprünglich etwas ist, was nur Gott von sich sagen kann. Was aber im Laufe des Geschenkes und dieses Auspackens des Geschenkes von Gott an die Menschheit immer mehr auch dem Menschen gegeben ist und immer mehr dem Menschen auch erkennbar wird, als was es wirklich ist, wenn er dann selber, nachdem er auch erstmal dieses Ani die ganze Zeit am Durchmachen ist, und das geht ihm ja auch nicht verloren, dieses Ani bleibt, der solange er hier auf Erden noch wandelt, in welch vollkommener Form auch immer, weiter erhalten, denn das Ani ist eben dieser besagte Bezugspunkt, der nötig ist, um
als individuelle Person oder als persönliches Individuum hier auftreten zu können, sich selbst erleben zu können, aber auch erlebt werden zu können. Nicht umsonst sozusagen spricht eben auch Gott in der Heiligen Schrift sehr, sehr häufig von sich selbst mit genau diesem Ani und eben nicht mit dem Anochi. Viel, viel öfter mit Ani als mit Anochi. Anochi aber gerade dann zum Beispiel an der Stelle, die schon erwähnt wurde, als Einleitung der 10 Worte, der 10 Sachverhalte auch, denn das sind ja keine Gebote im eigentlichen Sinne, nicht Gesetze, die uns auferlegt sind, dass wir uns an sie halten. Natürlich ist es trotzdem schön, wenn wir das schaffen, aber es ist eigentlich die Struktur des wahren Menschen, die sich in diesen 10 Sachverhalten ausdrückt. Denn wenn man ein Mensch ist, der den Ewigen als seinen Gott hat, der ihn aus Mizraim herausgeführt hat, aus diesem Haus der Knechtschaft, dann zeigen sich eben diese 10 Sachverhalte, dass man eben keine anderen Götter, Gottheiten vor seinem Angesicht hat, also zwischen ihm und sich, dass man keine Bildnisse sich in geschnitzter Form, keine gegossenen Bilder anfertigt. Zu den 10 Worten, so Gott will, eines anderen Tages einmal vielleicht etwas ausführlicher. Zurück zum Anochi, also gerade da, wo diese Grundstruktur des erlösten Menschen, des aus Mizraim befreiten Menschen eingeführt wird, uns offenbart wird, da spricht unter anderem und insbesondere der Ewige von sich eben als dieses Anochi. Da kommt also auch sein wahres Selbst besonders zur Geltung, wenn er eben den wahren Menschen, den Mensch in seinem, des Menschen wahrem Selbst offenbart, kundtut, uns vorstellt, uns als denen, die dahinstreben, hier in dieser eben gefallenen Welt, in unserem gefallenen Zustand. Und er stellt sozusagen das vor, wozu wir berufen sind. Dagegen in den vielen, vielen anderen Geschichten, wo Gott in der Regel dann mit Ani von sich selbst spricht, also mit diesem täuschbaren Ich, mag natürlich jetzt jedem freistehen, auch zu sagen: Aha, seht ihr, da ist ein Gott, der selber täuschbare, und deswegen ist ja so viel Schlechtes im Alten Testament und er ändert immer seine Meinung, weil er sich selbst geirrt hat. Und ja, wer das jetzt alles wieder so historisch herunterziehen will in die dreckige Menschenverständnisebene, der mag das so sehen, aber der wird niemals vom wahren, ewigen Gott reden, sondern immer nur von irgendeinem menschengebastelten Abklatsch. Denn insoweit Gott in der Bibel von sich selbst spricht, ist immer etwas gemeint, was hier keineswegs in der Welt der Zeitlichkeit genau so erscheinen könnte. Also wer meint, dass Gott in dieser Welt mit einer hörbaren, physisch hörbaren Stimme oder meinetwegen auch nur sensorisch wie Halluzinationen wahrnehmbaren Stimme zu Menschen sprechen müsste, damit diese Menschen wirklich Worte Gottes offenbart bekommen. Nun, der mag das für sich auch so entscheiden. Es ist nicht unser Teil, sowas dann zu verurteilen. Es wird immer solche Menschen geben, die haben ihre Berechtigung. Und die werden eine Funktion erfüllen für sich selbst, für ihre Mitmenschen und letztlich eben auch für das große Ganze. Aber aus der hier sprechenden Perspektive sei dennoch die sehr eindringliche Warnung vor dem Sehnen danach ausgedrückt, Gott als eine Art menschlich anmutende Stimme zu sich sprechen zu erleben. Gott spricht die ganze Zeit. Die ganze Schöpfung ist sozusagen das Wort Gottes, die Heilige Schrift der ganzen Natur. Und gerade alles individuelle Wahrnehmen und selbst die Wahl treffen, wie man etwas auf sich selbst bezieht und wie man es für sich selbst interpretiert, ist sozusagen die noch umfassendere mündliche Überlieferung zu dieser Heiligen Schrift der ganzen Natur. Und eben diese mündliche Überlieferung erst ist es, die das
sagen wir mal, äußerlich objektive, unerschütterliche der Heiligen Schrift dann auch auf den jeweiligen individuellen Alltag zu übertragen vermag. Da spiegelt sich genau dasselbe Prinzip wieder auf dieser eher, ja, allgemeinen Ebene, wie es dann im Konkreten auch bei der Heiligen Schrift der Bibel, des insbesondere hebräischen Alten Testaments und der jüdischen Überlieferung, die dazu nötig ist, um es eben auf den Alltag zu übertragen. Genau dasselbe Prinzip kann man viel umfassender noch verstehen, wenn man eben besagte ganze Heilige Schrift der Natur als solche betrachtet und versucht, so wertzuschätzen und zu lesen eben auch und zu begreifen, für sich selbst die Botschaften daraus zu erleben. Und da ist dann eben jeder Zufall des Schicksals, der eben wiederum auf sich selbst bezogen nur Sinn ergibt, nichts, was man objektiv irgendwie wirklich beweisen dann könnte, aber gerade dieses Unterstellen eines tatsächlich existierenden Selbstes, das in einem Sinnzusammenhang zum ganzen Umfassenden des Schicksals Kontextes steht, das ist eben wieder dieses Ani, dieses Ein, dieses eigentlich Nichts, was aber eben dennoch für den jeweils Einzelnen quasi das Alles ist, was ihn selbst ausmacht oder was ihm selbst Substanz gibt, sagen wir vielleicht eher. Denn das, was ihn ausmacht, ist ja dann wiederum das, was eigentlich schon nicht mehr das leere Subjekt ist, das Beobachtende, sondern das Beobachtete. Also der eben wiederum der physische Körper, die Seelenregungen, die man erlebt, beobachtet, wahrnimmt und so weiter, die Gedanken. Und eben das alles hervorgerufen von diesem äußeren Schicksal oder zumindest damit sehr eng in Wechselwirkung stehend. Sodass eben das Ani auch hier wieder das ist, was das Interpretierende, das die mündliche Überlieferung ermöglicht für die objektiven äußeren Tatsachen der Naturbeschaffenheit, mit der man konfrontiert ist als dieser einzelne, die Welt erlebende Mensch. Vielleicht kann der ein oder andere mit diesen Worten was anfangen. Und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Jeder muss seine eigenen Wahrheiten in dieser Welt finden. Und die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, ist sowieso in jedem vorhanden und drückt sich eben nur in jedem Menschen in einer individuellen Form aus. Und ja, auch hier wieder dieses schöne Bild der Mannigfaltigkeit Gottes, Elohim, mit seinen so vielen Formen und Farben hier für uns, ändert nichts daran, dass alles aus diesem einen, reinen, formlosen, hellen Licht der Ewigkeit stammt. Solange wir uns noch danach sehnen, können wir so sehr auf Abwege gar nicht geraten. Aber bevor wir wieder hier in allzu predigthaftes Schwafeln abgleiten, vielleicht doch zurück zu den Themen Ani, Anochi, 61, 81. Zu 81 war jetzt versucht worden, einiges zu sagen, aber natürlich auch nicht in dem Sinne, dass man da eine klare schematische Lehre draus ziehen könnte. Jedenfalls ich nicht, der es hier erzählt. Nochmal vielleicht zusammengefasst, die Wahrheit, die Neuheit, die 9 mal 9 als die erfüllte Neuheit, die Neuheit als gerade zusammengesetzt aus der 144-Heit, also der doppelten Vierheit, die eben dann auch in dem Namen David die Verbindung der beiden Pforten zu finden sind und damit zu tun hat. Diese beiden Pforten, also dann verbunden durch die Waff des sechsten Tages, sodass also da die 5 und die 7, der fünfte und der siebte Tag auch miteinander verbunden werden. Also das, was die Urgründe von den beiden Extremen des menschlichen Seelischen ausmacht, die Vögel oben und die Fische unten, Neshama und Nefesh. Und dann eben das Hinübertragen dieses Urpotenziales durch eben den sechsten Tag, die Schaffung des Menschen mitsamt, aber dem Fall wohlgemerkt. Und den Beginn der langen Reise, was dann eben dieser siebte Tag ist, diese lange Reise, den wir nun antreten dürfen und als Fundament eben dieser sechste Tag dafür ist, der eben den Übergang gebracht hat von der 5 zu 7, dass eben gerade dieses Konzept der Wahrheit als der Neunheit, als aus der doppelten Vierheit dieses sechsten Tages, der 5 und 7 verbindet, mit der Einheit davor, also die Einheit, das nicht in die Zersplitterung abgleiten, das ist dann schon der neunte Tag.
Also das, was als die Erlöstheit aus dem siebten Tag, aus dieser langen Reise, der achte Tag ist, muss wieder verloren gehen, um eben den neunten Tag, diese schwere Reise durch die Unterwelt einzuleiten, zu ermöglichen, um dann letztlich endlich wirklich wieder die Einheit auf der höheren Ebene nun aber zu erlangen, als den zehnten Tag, wo also das, was am achten Tag nur das geistig-seelische oder auch etwas sozialer verstanden, nur das Individuum erlebt, dann auch die Vollendung des Kindes sozusagen, des Kindprinzips, des Fruchtprinzips, das dann auch selber erlösend gewirkt wird. Nicht nur das Erlöstsein, wie es jeder ist, der wirklichen Messias in sich lebendig erlebt, sondern das dann auch diesen Messias nach außen vordringen zu lassen, ins eigene Handeln, in den eigenen Wandel hinein, sodass man dann auch wirklich in Christus wandelt und nicht nur Christus in sich hat. Das Christus in sich ist immer die Vorbedingung, das in Christus auch wandeln, das, was dann der zehnte Tag sein wird, für uns alle, so Gott schenkt. Und dann lassen wir eben wirklich unser Licht leuchten und stellen es nicht mehr unter den Scheffel, wie es noch am achten Tag der Fall ist. Für uns leuchtet es dann schon, das sei niemandem missgönnt, aber so hart es ist, Israel muss wieder in die Verbannung, muss noch einmal aus dem gelobten Land vertrieben werden, unter die Völker zerstreut werden, um eben auch das Heil zu diesen Völkern zu bringen. Nachdem wir nun also diese Thematik ein bisschen angerissen haben, schon viele weitere Themen natürlich zwangsläufig mit dabei herangezogen haben, können wir jetzt vielleicht noch zu einem kommen, was auch durch einen Zahlenwert in gewisser Weise verknüpft ist mit dem bisher Gesagten, und was irgendwo auch einen Bezug zu dieser Heimführung von aller Schöpfung hat, die dann ja eben in dieser Befruchtung der Völker durch das verstreute Israel sich auch ausdrückt. Nämlich diese Rückführung von allem. Diese Rückführung nun drückt sich auch in dem Konzept des Griechentums, der Taube, des Propheten Jona aus. Jawan ist der Name für Griechen. Griechenland, beziehungsweise für das Griechische sozusagen. Die Jonier leiten sich ja auch dann möglicherweise jedenfalls von diesem hebräischen Wort ab. Yawan wird eben Jod-Wav-Nun geschrieben. Eines, ein mittleres und ein langes. Yawan, also Jod-Wav-Nun, 10, 6, 50, 66 geschrieben. Das Wort Ani hat die 61. Und eng damit verwandt ist das Wort Aniya oder Aniya, mit einfach nur einem He hinten dran, einer 5 also, dadurch den Zahlen mit 66 anstatt 61. Und dieses Wort Aniya, Aniya, ist ein Schiff. Und zwar wird dieses Wort unter anderem in der Jona-Geschichte, in der sehr kurzen, diesem sehr kurzen Buch der Bibel, benutzt, eben das Boot, in dem dann Jona fliehen möchte nach Tarschisch. Da sei dann insbesondere auf das Buch verwiesen, was Friedrich Weinreb zu der Thematik geschrieben hat, was einfach das Buch Jona, glaube ich, eingehend. Von Jona wollen wir eigentlich jetzt nur die Idee entnehmen, dass er derjenige ist, der erste die große weite Ferne reist, sozusagen flieht vor seiner Bestimmung, so wie er auch Adam vor seiner Berufung, vor seiner Bestimmung in dem Sinne flieht, dass er eben den langen Weg anzutreten hat durch seine fatale Wahl bei den beiden Bäumen in diese Welt der Zeitlichkeit, in die Zersplitterung hineinzufallen. Und erst dann am Ende, als der letzte Adam, eben als Christus, der Gesalbte, der Moschiach, wieder zum Ursprung zurückfindet und zurückführt, die ganze Schöpfung dann. Und das ist ja seine Berufung von Anfang an, dass Adam sozusagen der Repräsentant des Ewigen für die Schöpfung innerhalb der Schöpfung ist. Der Sohn des Vaters eben, das Kind, und dadurch diese Einheit gegenüber der Vielheit ist die 1 gegenüber der 70, könnte man auch sagen. Und da sehen wir dann zum Beispiel auch, dass das Wort Jona genau diesen Zahlenwert hat, 71, also auch da
eine 1 gegenüber oder über die 70 hinaus, auf die 70 draufgesetzt. So wie nachdem die ganze Schöpfung erschienen ist, schon am Ende auf diese 70, diese Vielheit der Schöpfung, die 1 des Adam, des Menschen, gesetzt wird, um eben als diese Abschattung Gottes die Schöpfung durch den Menschen hindurch, durch das Aufnehmen des Menschen, denn der Mensch nimmt ja quasi die große Mahlzeit seines Lebens ein, indem er die Schöpfung, mit der er konfrontiert ist, bewältigt in gewissem Sinne. Aber eben, wie es dann auch gesagt wird, in Bezug auf die Tierheit insbesondere, Radu, also es wird übersetzt als macht sie euch untertan, beherrscht sie. Es ist auch eine Nuance des Wortes, aber es kann genauso von dem Wort Yered hinabsteigen, von der Wurzel abgeleitet werden. Und dann heißt es Radu, steigt hinab in die Tierheit, in überhaupt die ganze Schöpfung dann im weiteren Sinne, sie zu beherrschen, sie euch untertan zu machen. Wir haben auch schon mal von Avram und Abraham zumindest spekuliert, dass vielleicht in dieser Berufung vom erhabenen Vater zum Vater des Getöses, der Menge, der Völker, dass dabei genau das auch festzustellen ist, dass eben der Mensch sich herablassen soll zu dieser vermeintlichen niederen materiellen Welt, um sie durch sich selbst, durch sein Sinn suchen und Sinn sehen in dieser Vielheit der Schöpfung, diese Schöpfung wieder zu einer Einheit zusammenzufassen, in seiner Wahrnehmung eben. Und dadurch, das, was dann auch gesagt wurde, zum Beispiel zum Wort Bora 2, 201, die zur Einheit, die große Dualitätswelt wieder zurückzuführen. Diese Vielheit der 70, der viele Symbole für verschiedene Aspekte des Zersplittertseins, der Vielheit und so wie die 200 eben insbesondere dieses Gespaltenheit in die Zweiheit repräsentiert, ist die 70 eben einfach die Gespaltenheit in die Vielheit, in die Zersplitterung wirklich. Und haben wir schon ein paar Worte gesagt zu Jona mit dem Wert 71, der 1 und der 70, dass eben diese Grundbewegung in der Geschichte von Jona, dem Propheten, auftaucht, dass er erst flieht, wie eben Adam flieht vor seiner Berufung, dadurch quasi die ganze Welt erst entfaltet wird. Und es sei vielleicht noch dazu gesagt, dass auch Tarschisch einen sehr engen Bezug so zur Welt im Sinne auch von Ägypten, der Sechsheit hat, die in dieser Welt eben quasi das ist, worauf sie aufbaut, das Fundament, nämlich Tarschisch, also könnte man auch sagen, ist einerseits die feste Form und die Sechsheit, in dessen Richtung halt Jona, sagen wir mal, seine Flucht und in gewissem Sinne seinen Irrweg eben antritt, wodurch erst alles in die Vielheit entfaltet wird. Aber was passiert dann? Er kehrt ja doch wieder zurück, so wie eben alles wieder zurückkehrt. Und ein Symbol aus der Tierwelt, genau für dieses Prinzip der Rückkehr, ist dann die Taube. Und gerade die Taube hat verschiedene Worte für sie, für sich im Hebräischen, aber eins davon ist Jona. Das Wort Jona, der Name Jona heißt Taube. Und dieses Schiff, was diesen Jona trägt, ist eben die Ania, also die 66, also auch da wieder die Sechsheit sehr im Fokus. Man könnte nun aber auch Ania, dieses Schiff, als Aniya auseinander, sagen wir mal, interpretieren und dadurch hätte man dann quasi das Ich des Ja und Ja ja die erste Hälfte des Gottesnamens, die Yod-Heh, die himmlische Hälfte. Aniya, das Schiff im Sinne des Iches, des Ewigen in seiner gerade himmlischen Hälfte. Dieses Schiff also als quasi die erscheinende Form, nämlich die weibliche Form, das He an einem Wortende angefügt, ist ja in der Regel einfach eine Herstellung eines weiblichen Äquivalents zu dem Wort, an dem das He an das das He angehängt wurde. So ist also das Ani, das normale täuschbare Ich, in seiner erscheinenden Form, in seiner weiblichen Form, plötzlich dieses Schiff, dieses Aniya. Und das wiederum dann das Ich des Ewigen in seiner ja, himmlischen Seite, in dieser ersten Hälfte des Vierbuchstabennamens, des Vierzeichennamens.
diese Bezüge, also einfach nur angemerkt, jeder mache daraus dann, was ihm beliebt, oder besser, jeder mache gar nichts von sich aus bewusst damit, sondern nehme es einfach nur auf, nehme es einfach erst einmal hin und lasse das Kommende entscheiden, was sich daraus noch ergeben mag. Also die 66, Begriff des Schiffes oder des Ichs, des Herrn, des Ewigen. Andererseits aber auch in dem Wort Yawan, also in dem Wort Griechisch. Und nun haben wir schon erkannt, das Wort Taube und das Wort Jona, der Name des Propheten Jona, sind also auch wiederum eigentlich nur die erscheinende Form mit dem He, die weibliche Form des Wortes Yawan, Yod-Vav-Nun. Was also ist dieses Yawan, was ist dieses Moment des Griechischen, in der, auch in der geschichtlichen Entwicklung durchaus dann zumindest der Reflex davon, aber vor allem auch in der Heiligen Schrift, vor allem jetzt in der Heiligen Schrift, wie sie auch den Christen als die Bibel bekannt ist, wo ja das gesamte Neue Testament eben in dieser griechischen Sprache, das sogenannte Alte Testament, der Alte Bund, die Schriften des Alten Bundes, das ist Hebräisch. Da gibt es auch ein paar aramäische Parts, aber im Großen und Ganzen, das ist Hebräisch. Dagegen die andere Seite, Schriften des Neuen, des erneuerten Bundes, ist Griechisch, sind Griechisch. Was ist der Bezug von Griechisch, Griechenland und dieser Taubensymbolik und der Jona-Symbolik, dieser erst Flucht vor der Berufung und dann aber doch die Rückkehr, so wie die Taube erst in die Ferne gebracht wird, dann aber um die Aufgabe sozusagen zu vollenden, sie immer wieder zurückfindet, quasi intuitiv doch wieder zu ihrem Ursprung zurückkehrt und gerade dadurch dann ihre Funktion auch wirklich erfüllt, zum Beispiel im Sinne einer Brieftaube. Und was ist der Bezug zum Griechischen? In Bezug auf das Griechische als die Sprache des Neuen Testaments seien so Sachen angemerkt wie: Das Hebräische wird geschrieben und gelesen von rechts nach links, quasi vom Osten in den Westen. Wir haben in den Nachträgen zum Alphabet und den Zahlen im vierten dieser Pfeifenmonologe schon einmal darauf hingewiesen, dass der Osten mit dem Ursprung, mit der Vergangenheit, auch durch das Wort Kedem, was eben auch früher bedeutet und Ursprung, Kademon, dass da ein Bezug besteht und der Westen schon durch seine Farbe, der Techelet, der Vollendung des Blauen mit der Zukunft assoziiert ist. Und das können wir jetzt auch wieder als eine Richtungsangabe, sozusagen wie der Gang der Sonne vom Osten nach Westen geht, von der Vergangenheit in Richtung Zukunft. So ist eben auch, dass die natürliche Bewegung der Schöpfung, sagen wir mal in der Entwicklung, wie sie von ihrem Uranstoß der Schöpfung an in die Entwicklung, Zersplitterung, Entfaltung des Ganzen geht, eine Bewegung vom Osten in den Westen, vom Aufgang der Sonne in Richtung des Niedergangs der Sonne. Und zwar ist das gleichzeitig dann in der Schrift die Bewegung des Hebräischen vom rechtsseitigen Anfang in Richtung links, von Osten, dem Ursprung in Richtung Westen. Es wird ja auch gesagt, die Sprache, die Zeichenschrift der Griechen, besser gesagt, ist von einem gewissen Kadmos ihnen gebracht worden. Ich glaube, es wird dann gesagt, von einem Phönizier namens Kadmos. Und zum Bezug von Phönizien, Tyros und der Sprache, der Schrift insbesondere und dem Tempel, der eben auferbaut wird aus Materialien aus Phönizien, wurde auch schon was gesagt, sei hier vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Jedenfalls Kadmos der Griechen ist natürlich das hebräische Kedem, Kademon, der Ursprung, der Osten auch. Ein gewisser Mensch vom Ursprung her brachte also diese Zeichenschrift. Dieses Griechische wird dann auch laut Weinreb in der jüdischen Überlieferung durchaus hervorgehoben als nicht ganz unbedeutend. Also eigentlich wird natürlich die hebräische Schrift und dann noch ein bisschen so das aramäische als etwas Besonderes und besonders dem Heiligen, sagen wir mal, nahestehendes logischerweise empfunden. Gerade das Hebräische wird ja auch einfach die Sprache des Heiligen genannt. Lashon HaKodesh, Lashon Kodesh. Zunge des Heiligen, die abgesonderte Zunge könnte man auch sagen, die für Gott aus der Welt ausgesonderte Zunge oder Sprache. Aber das Griechische wird eben explizit auch
in seinem Bezug zur Heiligen Schrift anerkannt. Und natürlich wird das nicht in Bezug auf das erst später zeitlich betrachtet entstehende Neuen Testament der Christen gesagt, sondern, wenn man es jetzt historisch sieht, eher zum Beispiel auf die Septuaginta, die LXX, also die, sagen wir mal, jüdisch autorisierte griechisch Übersetzung des Alten Testaments. Wenn man es jetzt aber nicht auf dieses Historische reduzieren will in der Erklärung, könnte man halt auch sagen, dass das Griechische quasi eine komplementäre Rolle einnimmt gegenüber dem Hebräischen. Dem Hebräischen des Ursprungs wird also das Griechische als die Rückführung gegenübergestellt. Denn so wie das Hebräische von Ost nach West führt, von rechts nach links geschrieben und gelesen, so führt dann das Griechische von links nach rechts gelesen und geschrieben von dem Westen zurück in den Osten. Und das kann man jetzt durchaus eben als diese Umkehr, die der Mensch tun soll, zumindest innerhalb der Schöpfung verstehen. Dass eben quasi am tiefsten Punkt der ganzen Entwicklung, wo die 200 von diesem Wort Schöpfen, Bora, steht, dann die Umkehr stehen sollte. Der Mensch in der Mitte dieser Welt der Siebenheit, des siebten Tages, an der Dreieinhalb, ja auch eben die als die dreieinhalb Ellen, das ist die Größe des menschlichen Leibes und Körpers angegeben, eben die dreieinhalb, diese Zahl der Umkehr oder wo die Umkehr geschehen soll, zurück zum Ursprung, anstatt weiter in die Vielheit, die 7 und die 70 letztlich, die 200, die Dualität bis in alle Zukunft auf die Spitze getrieben. Da steht also der Mensch an dieser Schwelle und kann die Umkehr angehen, kann das Stopp der Schöpfung entgegenrufen und in diesem Sinne eben aufhören, die hebräische Sprache für die Heilige Schrift zu benutzen, das rechts nach links schreiben und lesen von Vergangenheit Richtung Zukunft, sondern die genau entgegengesetzte Richtung nun anfangen, das Griechische, die Taube, Yawan, Jonah, der Prophet Jonah, das zurückbringen, nachdem diese ganze Entfaltung nun geschehen ist, bis ins Äußerste, ist es eben Zeit, dass der Mensch seine Aufgabe wirklich vollbringt. Ja, es zeigt sich dann auch, dass dies alles auch Teil seiner Aufgabe war, auch wenn er es sozusagen am Anfang nicht wissen konnte, es sozusagen als ihr Weg erscheinen musste, sich in der Zersplitterung und Verzweigung scheinbar zu verlieren, genauso wie Israel sich dann unter die Völker verstreut, scheinbar verloren hat und es ja durchaus nicht richtig als eine Strafe für sein Versagen, für seinen Götzendienst und so weiter, für seinen Abfall von der Weisung des Ewigen empfindet und versteht und deutet. Und nichtsdestotrotz, in dem Moment dieses Einsehens, dass man auf dem Weg in die falsche Richtung ist, dass dieser Weg zumindest nicht bis in alle Unendlichkeit weitergegangen werden soll und kann, weil er eben dann nur in die Unendlichkeit führen kann, aber niemals in die Ewigkeit. In die Ewigkeit zurück eben, zur Einheit zurück, da passiert eben das, was auch Adam im Urbild, als dann der zweite Adam wieder schafft, er bringt die Menschheit von allem, was der erste, was die Menschheit als der erste Adam im Ursprung quasi falsch gewählt hat, nämlich den falschen Baum von den beiden. Was dann diese ganze lange Reise und Zersplitterung zur Folge hatte, das bringt er alles nicht einfach nur wieder zurück, so als ob es niemals geschehen wäre, sondern er gibt dem Ganzen sogar noch Sinn, so wie dann die Verstreuung Israels unter die Heiden den Sinn mit sich bringt, dass dann auch die Völker, die Heiden, das Körperliche mitsamt diesem geistig-seelischen empor zurückgehoben wird und heimgeführt wird. Sodass dann also die Taube die Botschaft zurückbringt, zurückgebracht hat, das Griechische, das Neue Testament, all das, was im Alten als die hebräische Urschrift entfaltet wurde, die ganze Welt geschöpft und bis in alle Details, in alle wundervollen Details, aber auch in alle grausamen, schwer zu akzeptierenden Details, entfaltet, entwickelt worden ist. Dann kommt eben das Neue Testament in der griechischen Sprache daher
und ist die Rückführung, die Taube, die diese Botschaft endlich wieder zurückführt. Da kommt der zweite Adam, der das, was der erste Adam in die Vielheit getrieben und gebracht hat, nämlich die ganze Schöpfung mit sich. Man sagt ja, die ganze Schöpfung fällt nur mit dem Menschen. Also weil der Mensch fällt, fällt auch die ganze Schöpfung in diese tiefste materielle Form der Schöpfung, in dieses materielle Exil. Und so wie eben auch da Christus immer noch, also der letzte Adam immer noch der erste Adam ist, der Messias am Ende immer noch der ursprüngliche Sohn Gottes als Adam, der Adam Kadmon, der ursprüngliche Adam, der ursprüngliche Mensch ist, so ist eben auch der Jona, der am Ende dann doch zurück die Reise antritt und seine Botschaft überbringt, seine Mission erfüllt, immer noch derselbe Jona, der am Anfang den weiten Weg angetreten ist. Und so ist eben auch das Ich, das dann das wahre Ich geworden ist, die 81, diese Erfüllung der Neuheit, das Anarchie, das Untäuschbare, das wahre Selbst des Menschen, die Erfüllung der Neuheit, also auch die Ausschöpfung des Totenreiches, dieser Unterwelt, die wir durchstehen müssen, durchwandeln müssen, aber als die Gebärmutter erfüllt dann dadurch, dass die Geburt vonstatten geht. Und das Wort Gebärmutter, dem einen oder anderen sicher bekannt, ist von der Wurzel her dasselbe wie die Barmherzigkeit, das, was dann durchbrechen kann. Die Rachem, Racham, Rechem, diese ganze, sagen wir mal, Wolke von Begriffen, die sich aus dieser Wurzel Resh, Chet, Mem speisen, wo wir auch wieder bei der 248 wären, wohlgemerkt. Avraham, Chamor, Chomer, also diese körperliche Seite der Existenz. Und hier die Barmherzigkeit und die Gebärmutter. Also es ist wirklich unglaublich, welche Kreise sich manchmal schließen, welche Kreise durchbrochen werden auf der anderen Seite und man ganz neue Weiten vorstößt. Und Halleluja. Gelobt sei David. Ja, um jetzt langsam zum Ende zu kommen, vielleicht noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Also das große Verbindende kann man wahrscheinlich diesen Übergang von dem 8. in den 10. Tag sehen, wenn man das mal so ausdrücken darf, also den Gang durch den 9. Tag, die Notwendigkeit des Verlustes oder zumindest scheinbaren Verlustes dieses individuellen Erlöstseins des 8. Tages, dieser tatsächlichen Auferstehung, dieses Erleben des Messias, also wieder das Verlorengeben oder das Verlorengehen dieses Erlebens zum Wohle des größeren Ganzen, könnte man sagen. Also hier wieder genau dasselbe auf der größeren Ebene, nicht auf den einzelnen Menschen bezogen, sondern auf die, wenn wir es, sagen wir mal, soziale Wirklichkeit bezogen, dass Israel erst wieder verstreut werden muss unter die Völker, um dann auch diese Völker mit zum Heil zu bringen, mit zurückzubringen in die Heimat im Ewigen. Und so eben auch dann auf den Einzelnen bezogen, wie eben Israel und die Völker für das geistig-seelische und das körperliche stehen, wie die geistig-seelische Erlöstheit, das wieder zu verlieren oder zumindest in dem Sinne nicht mehr in jedem Moment zu fühlen, wie es sicherlich dann in einer Phase nach, sagen wir mal, dem Urimpuls gegeben ist, das ist schon eine schwere Prüfung des Glaubens, des Vertrauens auf den Beistand des Ewigen, auf Jeschua. Dieser Name bedeutet ja in erster Linie diesen Beistand. Dieses errettet werden durch das Eingreifen der Himmel, dieses errettet werden aus der Welt, aus der Befangenheit von der Welt, aus der Gefangenschaft in dieser Welt, ohne diese Welt zu verlassen.
Deswegen ja, erst einmal diese geistig-seelische Erlösung. Der Körper ist weiter gebunden hier in dieser Welt und als solches vielleicht auch noch allzu sehr alten Gewohnheiten verfallen, den Zwängen des eigenen Lebens in dieser harten Realität. Und zunächst ist es eben erstmal nur das innere Erleben, was diese Erlöstheit schmecken darf. Ich denke, dieses Grundprinzip zeigt sich doch in so vielen Geschichten der Bibel und auch in diesem Urbild des Neuen Testaments des Messias, der eben erst sterben muss am Kreuz und dann aufersteht und erst dann gen Himmel fährt. Das schlägt sich eben auch beim Weg eines jeden einzelnen Nachfolgers des Messias wider. Das individuelle Erlöstsein, ja, das beginnt tatsächlich da, wo man das erste Mal diesen Gottesbeistand in sich selbst, in der eigenen Seele erlebt, daran glaubt, dass er vorhanden ist, darauf vertraut und dann auch versucht natürlich treu diesem Vertrauen entsprechend zu handeln, sich neu auszurichten im Leben. Aber dann fängt der Kampf erst an und anscheinend muss dieser Kampf im Äußerlichen, und das meint nicht nur jetzt die handfest materielle äußerliche Realität, sondern auch das einfach das Ausleben auch für sich selbst, denn das ganze Seelenleben spielt ja dann mit bei diesem Prozess. Das muss nochmal verloren gehen, dieses segensreiche Empfinden des Erlöstseins, so Gott will, und diese Reise durch den neunten Tag, durch diese Unterwelt, als die Gebärmutter sich offenbaren wird, dann auch als der zehnte Tag in einer ganz anderen Qualität wieder aufflackert. Ja, und weil es hier immer noch ein Pfeifenmonolog ist, die Pfeife aber doch sehr in den Hintergrund getreten ist, zünde ich sie mir nochmal an. Sagt er dann auch, das Erleben des Messias und der Erlösung zeigt sich vor allem auch im Duft und im Geschmack, also in diesen doch eher subtilen Sinneswahrnehmungen. Vielleicht das ja einer der Gründe, warum das Rauchen mich doch irgendwie mein Leben lang oder mein erwachsenes Leben lang auch mal heranwachsendes Leben lang so sehr begleitet hat, sicherlich mit vielerlei wenig heilsamen, wenig hilfreichen Aspekten. Aber dass ich doch wieder voll bewusst und guten Gewissens zurückgekehrt bin nach 3 Jahren etwa der völligen Abstinenz von dieser Art des Substanzgenusses und das jetzt halt auch wirklich Genuss in erster Linie ist, sein darf. Natürlich der große Unterschied, was man und wie man raucht. Der Rauch an sich, wie er hochsteigt, das Spiel mit dem Rauch, das luftige Element, das dadurch so sichtbar wird, wie es ja nicht immer oder eher selten der Fall ist in dieser materiellen Welt. Und natürlich nicht zu vergessen die Pflanzen, die so eine wichtige Rolle spielen bei diesem ganzen Phänomen, beim Rauchen überhaupt natürlich, bei den Pfeifen insbesondere auch nochmal als das Holz, gerade heute nicht, heute ist es die Keramik, eine schöne Meerschaumpfeife, aber das übliche Material für Pfeifen eben doch ein ganz besonderes Holz, ein Wurzelholz, das besonders hitzebeständig ist, Bruyère. Also da schon das Holzige, der Baum, Eitz auf Hebräisch, dieses Material, einerseits mit dem Bezug zum Baum des Lebens, andererseits als im Baum überhaupt und als Pflanzenwuchs, einfach dieses Wachstumsprinzip verkörpernd, symbolisierend. Und natürlich auch der Tabak selbst, dann Pflanze, Pflanzenbestandteile, natürlich noch
durch viele Prozesse gegangen. Das menschliche Kulturschaffen sozusagen muss auch noch sein Siegel aufdrücken, drückt auch noch sein Siegel auf, bis es dann in dieser Form ist, dass es uns diese Art von Genuss ermöglicht. Und mit Gottes Hilfe dann auch wirklich in einem erbaulichen Sinne und nicht in einem Entfliehen vor der Realität, nicht in einen Rausch sich stürzen wollend, auch nicht seinen Körper, den Tempel des Geistes hier in dieser Welt damit über die Maßen zu schädigen, sondern im Vertrauen darauf, dass im rechten Maß der Genuss auch substanzielle Risiken überwiegen kann und wird. Die Mußezeit, die einfach sich dadurch erkauft wird, wir sollen die Zeit ja auskaufen. Und warum nicht auch auf diese Art und Weise? Sei es alleine beim Nachdenken und hier beim Monologisieren, sei es natürlich auch in Gesellschaft, Gespräche, wenn man gemeinsam pfeife auch. Natürlich kann man das alles auch ohne Pfeife. Der Mensch kann auch ohne Gewürze, ohne leckeres Essen, nur mit dem Nötigsten überleben. Aber wirkliches Leben ist dann doch mehr. Und man sagt ja auch zum Beispiel, manche giftige Pflanze in der Schöpfung hat ihren Sinn gerade darin, dass sie Medizin für Krankheiten sein kann. Und so haben dann auch diese Krankheiten den Sinn, dass diese Krankheiten besagten heilenden Pflanzen plötzlich Sinn geben können. So bedingen sich sozusagen zwei scheinbare Übel in der Welt gegenseitig, um sich gegenseitig Sinn zu geben. Und der Mensch ist eben diese Eins, der 70 der Schöpfung gegenüber. Der Mensch als die Eins und die Schöpfung als die 70 und die Jonah als die 71, die dann das auch ausdrückt. Zum Wort Tarschisch, also zum Fluchtziel des Jona, wurde schon manches gesagt in Bezug zur Sechsheit, dass Tar mit der festen Form des Zar im Hebräischen auch zu tun hat, Schisch, das Zahlwort der Sechs ist, was noch übersehen wurde bisher, dass Tar natürlich auch als Tafresh die 600 schon ist, also die 600 als erste Hälfte des Wortes und dann die Schisch, die Sechs als Zahlwort als die zweite, also der Bezug zu dieser Sechsheit kann wohl größer nicht sein. Noch einmal zu 81 kommt. Das Ende der 22 Zeichen dieses Exils, das Taf oder Tau, in seinem Namen, also seinem vollen Namen als Tau, wird ja mit dem Buchstaben Tau selbst und einem Waff noch geschrieben. Hat also als äußeren Wert die 406. Aber der Atbash-Wert dieses vollen Namens, Tau, Taf, Waf, Tau, Wau, der Atbash-Wert ist wiederum die 81. Also wieder die Erfüllung der Neunheit. Die Neunheit und ihr Bezug zur Wahrheit auch. Die Neun steht vielleicht auch deswegen für die Wahrheit, weil die Neun als die einzige Ziffer von den Neun immer in ihren Vielfachen auf sich selbst zurückführt, indem die Quersumme immer wieder Neun ergeben wird. Zumindest dann die Quersummen der Quersummen, also wenn man das immer auf einen einziffrigen Gesamtbegriff reduziert, dann ist die 81 jetzt als erstes Beispiel ein Vielfaches der Neun, nämlich das Neunfache der Neun. In der Quersumme wieder 9, aber auch die 72 ist ebenfalls 9 und die 900 natürlich auch 9. Die 909 ist wiederum 18 als Quersumme, also wiederum 9. Und das kann man wirklich bis in die unendlichen, will ich fast sagen, jedenfalls in die beliebigen Vielfache ausweiten. Egal wie viele Stellen eine Nummer dann haben wird, eine Zahl. Viele Ziffern eine Zahl dann haben wird. Solange sie ein Vielfaches der 9 ist, wird ihre Quersumme immer wieder auf diese 9 zurückführen.
wenn man die Quersummen bis in die Einziffrigkeit zurückverfolgt. Und so führt auch echte Wahrheit, die eine Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, immer wieder auf sich selbst zurück. Das ist also der Atabaschwert auch. Das steckt auch im Atabaschwert des letzten Zeichens in seinem vollen Namen, des Kreuzes, des Tau, das die Menschenseele in ihrer vollendeten Form verkörpert in unserem geliebten Messias, sich freiwillig begibt, schon vor Grundlegung der Welt begeben hat, gewissermaßen. Weißt du, solange das geschlachtet wird als Fundament von allem, vom Ganzen. Und da sind wir wieder beim Lamm. Des Öfteren schon am Ende dieser Monologe auf dieses Lamm gekommen. Das ist doch schön. Shalom Aleichem, gelobt sei der Name, Baruch Hashem.